Und damit herzlich willkommen hier zurück zu Mass Effect 3. Erwacht aus dem Albtraum. Liara, kann ich helfen? Ich habe den Turianischen Ratsherrn über das Proteanergerät informiert. Es kann ohne Unterstützung des Rats nicht gebaut werden. Aber erst muss Ihr Primarch Das sicher wissen wir sein. schon. Ich weiß. Sind Sie in Ordnung? Naja, es ging mir schon besser. Ich habe nicht unbedingt gut geschlafen. Dahinter steckt doch noch mehr, oder? Was beschäftigt Sie wirklich? Die Menschheit? Alle Spezies? Als die Reaper angriffen, hörte ich die Menschen in den Straßen schreien. Da war ein Kind. Ich konnte es nicht retten. Sie können nun mal unmöglich alle retten. Aber sie tun alles, was sie können und werden rechtzeitig dort sein, um zu helfen. Hoffentlich stimmt Wenn das. Wenn es da noch was da ist, mit dem man helfen kann. Geben Sie sich nicht die Schuld. Commander Shepard, ich bin Spezialistin... Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie wären allein. Ich wollte gerade gehen. Wieso ist sie auf einmal so pisst? Commander? Hallo, ich bin Samantha Trainer, also eigentlich Lieutenant, von der Allianzforschung. Ich war an der Nachrüstung der Normandy nach der Übergabe an die Allianz beteiligt. Es waren nur wenige an Bord, als die Reaper angriffen. Langsam, Spezialistin Trainer. Alles in Ordnung. Danke. Ich komme aus dem Labor und habe nie mit einem Schiffsposten gerechnet. Sagen Sie mir etwas über die Nachrüstungen. Das Schiff erfüllt jetzt die aktuellen Allianzvorschriften und hat die allerneuesten Quantenverknüpfungskommunikatoren. Die Normandy sollte nämlich Admiral Anderson als mobile Befehlszentrale dienen. Das ist keine Option mehr. Ja, er ist geblieben, um zu kämpfen. Es ist jedenfalls eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Commander. Also, solange Sie mich brauchen. Ich sollte nämlich nur bei der Nachrüstung helfen. Shepard, einige Systeme erfordern weitere Tests und Spezialistin Trainer war bei der Installation außergewöhnlich effektiv. Ich möchte, dass sie bleibt. Gut, Edie. Moment, seit wann stellt eine virtuelle Intelligenz Anforderungen? Edie ist eine KI, volles Bewusstsein. Ach, wusste ich doch, dass Joker lügt. Jeff meinte, ich soll zum Schutz so tun, als wäre ich nur eine VI. Verzeihen Sie die Täuschung. Danke, Edie. Und verzeihen Sie bitte meine Bemerkungen über Ihre attraktive Stimme. Oh, halt, wenn das Soll attraktiv ich Ihnen ist. Mal alles zeigen? Die neuen Upgrades werden Sie bestimmt beeindrucken. Im KIZ befindet sich die Galaxiekarte, wo Sie die Zielposition der Normandy einstellen können. Übergeordnete Tutorial, was Sie können auch Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Die Einsatzzentrale dient dem strategischen Überblick über missionsspezifische Informationen und der Analyse des Krieges. In der Shuttlebucht ist eine Waffenkammer, wo Sie zwischen den Missionen Ihre Ausrüstung modifizieren können. Und Liara hat in dem alten Offiziersbüro auf Deck 3 jede Menge Hardware aufgestellt. Den Raum beansprucht sie für sich. So, das war's. Es ist immer noch dasselbe Schiff, nur jetzt mit Allianzlackierung. Ach ja, ich glaube, Admiral Hackett möchte über Videoleitung mit Ihnen sprechen. Gut, ich muss... es könnte auch sein, dass... Commander, Udina hat mich über ihr Treffen mit dem Rat informiert. Klingt so, als hätten die alle ordentlich Schiss. Sie sind nutzlos, im Grunde genommen schon, aber... Wir haben Ihnen viele Unbekannte präsentiert. Sie fühlen sich bedroht und wollen Lösungen, keine Theorien. Wir haben im Moment aber nur Theorien. Was ist Ihr Plan? Ich will den Turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das Ganze zu untermauern. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Und das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub. Was Sie kriegen können. Das klingt nach Wir müssen die Reaper auf jedem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben.
Und wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen. Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Je stärker diese Armada ist, desto besser sind ihre Chancen, durchzukommen. Und die Erde, Sir? Wir können nur hoffen, dass Anderson und der Rest der Allianztruppen durchhalten, bis wir den Feind besiegt haben. Hoffen wir es. Ich verstehe. Gut. Dann setzen Sie es um, Commander. Daran werden wir arbeiten. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Hackett, Ende. So, jetzt da wir gerade eh hier sind, können wir das Ganze nämlich noch einmal kurz... Kriegst du mal, wir sind nämlich jetzt hier. Ne, Leute... So. Und zwar, was wir hier sehen, ist hier unten das Minimum. Das brauchen wir quasi, um im Endeffekt überhaupt in den Kampf ziehen zu können. Das Braune oder das Graue hier hinterlegt ist, was wir momentan haben könnten, hätten wir quasi die Bereitschaftswertung von 100%. Aber da wir nur 50% haben, zieht nur die Hälfte der Flotte in den Krieg. Und wir haben, wenn wir auf Konfliktgebiete schauen, haben wir den äußeren Ratssektor, den inneren Ratssektor, das Allianz-Erdgebiet, also Erdallianzgebiet, die Arktika-Traverse und das Terminus-System. In diesen fünf Systemen könnte man quasi Multiplayer spielen und Bonusprozente sammeln, die aber auch wieder abfallen würden, wenn man lange nicht spielt, pipapo und ja. Deshalb hatte ich die Mod installiert, denn die hat wahrscheinlich dazu geführt, dass das Ganze abschmiert, aber ich glaube... Wir könnten... Weil die Mod macht nur, wenn neue Sachen dazukommen, dass die gesteigert werden. Was wir aber machen könnten, wäre erstmal ohne Mod durchspielen und später findet man in der Galaxie noch vereinzelt ein paar kleinere Dinger und einen Rand von Nebenquests und da könnte man theoretisch in der Datei einfach die Truppenstärke so erhöhen, dass es passt am Ende. Ne, ich werde die einfach gleich reinziehen nach der Folge hier und dann gucken wir mal weiter. So, jetzt gehen wir erstmal zum Primarchen runter. Heißt, wir müssen... Oh nein, nein, wir müssen jetzt elendig oft durch diese Kackschleuse hier gehen. Ich kann nicht glauben, dass der Rat nicht hilft. Ach was, Sarah. Wenn es Tessia erwischt hätte und die Erde noch da wäre, kannst du sicher sein, dass wir unsere eigenen Grenzen bewachen. Commander, die Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Admiral Hackett möchte, dass sie es näher untersuchen. Alles klar, wir gucken mal gerade unsere Spezialeinheiten. Die Allianz-Streitkräfte sind über das Ganze. Wir brauchen ihre besonderen Talente. Wenn wir nicht weiterkommen werden. Wir werden Agenten schicken, um Stellung zu halten, sobald wir uns hier erreicht haben. Okay, kann man nachher machen. Wiedereinstellung. Wiedereinstellung bei der Anzunehmung. Folge von Admiral. Der wird anders im kürzlichen Effekt mündlicher Zusage. Gemäß Paragraph 903,5.5 des Kriegsgesetzes sind sie hiermit autorisiert, das Kommando über die Normandie SA-2 zu übernehmen. Ihre Aufgabe laut Operation gegen alle Feinde durchzuführen, die Erde, die ihre Kolonien und ihre Verbindungen bedrohen. Außerdem erhalten sie diplomatische Befugnis, Verträge mit nichtmenschlichen Spezies einzugehen, sofern diese ihrer Mission dienen. Hochachtungsvoll Admiral Stephen Hackett. Eilmeldung Notfall. X1A.34. An das gesamte Allianz Militärpersonal. Dies ist ein Alarm für alle Gebiete der Menschen. Fleet Admiral Hackett hat, oder Flottenadmiral Hackett hat, Bedrohungslage Säbel 1 verkündet. Fanpräsenz im Soul-System bestätigt. Erde wird von Reaper angegriffen. Jetzt weißt du schnell. Das gesamte Allianz-Militärpersonal soll das Soul-System bei der ersten Gelegenheit verlassen. Versuchen Sie nicht, sich der Erde zu nähern. Schwerer feindlicher Widerstand gemeldet. Ich wiederhole, versuchen Sie nicht, sich der Erde zu nähern. Weitere Anweisungen folgen auf verschlüsseltem Kanal. Rot still. Allianz-Personal auf der Erde, das nicht evakuiert werden kann, sollte sämtlich mögliche Gegenmaßnahmen in die Wiege leiten. Das Allianz-Personal außerhalb des Soul-Systems sollte sich zu den bekannten Sammelpunkten begeben und bei nächster Gelegenheit mit offensiven Kampfoperationen beginnen. Erfolgen keiner weiteren Befehle, darf unabhängig gehandelt werden. K9. Mein Hund, sehr geehrter Commander Shepard, ich habe diese... Als im Dragon Dog lag, ihre VI, die hat mir per Mail mitgeteilt, dass ich meinen Hund... Dass ich meinen Hunde-Mac an Bord vergessen habe. Ich bin inzwischen auf Terra Nova und will Ihnen keinesfalls zumuten, gewaltig umgezogen zu meinem Mann. K9
kümmern Sie sich einfach um Minas, ne? Ich habe eine Steckdose mit. Okay. Okay. Was haben wir hier noch zu der große koreanische Platte? Amiga, wir alle Spezies flüchten in die Station, kolonieren alle, wenn wir Heimat werden. Okay, also die Koreaner sind gerade irgendwo, man weiß nicht, wo sie sind. Ein Upgrade wartet auf sie, ein Code für sie erforschen. Klammern sie einfach über das Terminal in die Zone des Führers zu, dann können sie. Glyph. Shadow Broker. Allianz Oberkommando, Commander. Cerberus hat ihn Bram angegriffen. Die Allianz wird Captain zu weit verstreut, um den Krieg mit Freunden zu können, mit dem Eden Prime. Das lasse ich nicht zu. Da muss der Primarsch wohl noch ein bisschen warten. Eden Prime kommt jetzt. Oberte System in Clustern, die bereits von Reapern erobert wurden, können mithilfe des Zahnsystems die Normandie eindringen und dort neue überlebenden Bergungsgut und wertvolle Informationen suchen. Also hier zum Beispiel, wäre Reaper. Na, ist aber gerade. Ah ne, warte, diese generell alle. Wo haben wir denn? Der Exodus-Klasse da. Gehen wir erstmal hier. Suche und Rettung. Die Normandie ist mit einem neuen verbesserten Scan-Impuls ausgerüstet, der interessante Objekte aufspüren kann. Setzen Sie ein, um Kriegsaktivposten, Artefakte, Informationen und Treibstoff zu finden, während Sie durch ein System fliegen. Beachten Sie aber, dass beim Einsatz des Impuls die Chance steigt, dass Reaper in einem System einfliegen, um die Lage zu sondieren. Wenn ein Reaper in ein System eingreift, in dem Sie befinden, sollten Sie fliehen und mit der Rückkehr warten, bis Sie eine Mission abgeschlossen haben. So, wir müssen jetzt erstmal nicht scannen. Wir wissen nämlich, dass hier das proteanische Artefakt ist. Und wir landen. Weil wir müssen ja keine Rohstoffe mehr sammeln, in dem Sinn, glaube ich. So, wir können nur die Lava sehen ändern. Leute, ihr habt drei Outfits. Das sieht zumindest mal besser gepanzert aus, als du hier. Nein. Aber. Oh, kriegst du das auswählen und abbrechen. Und die habe ich schon ausgewählt, gut. Wieso muss ich Liara mitnehmen? Achso, wegen dem proteanischen Artefakt. Klar. Mein Fehler. Der hat die Shotgun. Ja gut, ich habe auch alles und sind wir fertig. Ich habe neue Punkte. Das heißt, wir investieren gerade mal noch in die Fitness. Auch wenn mir das eigentlich nicht viel bringt, weil ich. Ah, wir sind ein schöner Nahkampf, mag ich eh nicht so oft. Also Rang erwärmen. Zurück und. Ne, Kyro machen wir jetzt nicht. Das sparen wir uns. Pure Biotik. Da sie eine gute Biotikerin ist, nehmen wir das mal. Und du hast noch vier, bekommst auch ins Blutbad gesteckt. Erhöht den Schaden oder den Wirkungsradius um 50%. Dann erhöhen wir den Schaden. Bestätigen und wir landen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Eden Prime. Aber hier. Hier hat alles begonnen. Ja, hier hat alles begonnen, in der Tat. Hier hat der Proteaner-Sender ihnen die Vision gegeben, die uns vor den Reapern gewarnt hat. Sind sie hier nicht zum ersten Mal gegen Saren und die Geth angetreten? Ja, und jetzt ist Cerberus hier und die Kolonisten von Eden Prime werden wieder angegriffen. Das verdienen sie nicht. Ich weiß. Die Allianz hat versucht, Kolonisten zu evakuieren. Aber Cerberus kam so überraschend. Wenn wir Überlebende finden, tun wir, was wir können. Was ist mit dem Artefakt? Gehört es zum Proteanergerät vom Mars? Die Allianz hatte keine Details darüber, was Cerberus genau gefunden hat. Aber was es auch ist, bei uns ist es besser aufgehoben als bei Cerberus. Das stimmt allerdings. Ich bringe Sie so nah wie möglich an die Ausgrabungsstätte ran. Wir werden mit Sicherheit entdeckt, aber ein paar Minuten haben Sie.
Gut, danke. Gehört zum Service, Commander. Also gut, alle zusammen. Bereit machen. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte, bevor Cerberus weiß, dass wir hier sind. Dann haben wir noch ein paar Minuten. Hier hat sich scheinbar auch nicht viel verändert. Kein Anzeichen von Überlebenden. Los, wir müssen die Ausgrabungsstätte finden. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Das war früher eine wunderschöne Kolonie. Sie sind nach dem Geth-Angriff zurückgekommen. Sie werden auch diesmal zurückkommen. Ich bin auf Schiffen aufgewachsen. Wenn man eins verliert, kann man immer auf ein neues ziehen. Aber die Erinnerung bleibt trotzdem. Gut, dann würde ich sagen, erobern wir diesen Außenposten zurück. Aber das Ganze in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.